der Führer! Sieg! Sieg! Die Marschtritte der Nazis in München lagen nur ein paar Stunden hinter der kleinen Gruppe um Wilhelm Högner, die jetzt ihre Flucht übers Gebirge antrat. Schließlich erklärten mir meine Freunde, ich solle ins Ausland gehen, ich könne mich in Deutschland nicht behalten. Der spätere bayerische Ministerpräsident und Urheber der bayerischen Verfassung startete das waghalsige Unternehmen zusammen mit dem Journalisten Franz Blum und Hans Fischer, einem Bergführer. Fast auf den Tag genau, 90 Jahre später, sind wir mit ihren Nachfahren aufgebrochen. Ludwig Högner und Christian Fischer. Interessant, nachdenklich macht's sein. Ja, spannend. Bisschen zurück. Eigene Biografie, die Biografie von Großvater, Erinnerungen an Großvater. Die ersten Bergtouren habe ich mit ihm gemacht, das kleine Bub mit 6 Jahren. Weiß ich noch, hinten sind wir Leimbachtal gegangen bei Benedikt Beuern. Da habe ich dann auch meinen ersten Kristall gefunden, der war riesig und so. Und der Opa war immer ein großes, großes Vorbild. Ein unheimlich toller Geschichtenerzähler. Und der hat mich immer so wahnsinnig in seinen Bann gezogen. Ja, wenn man sich überlegt, dass man da flüchtet und wir gehen jetzt hier gemütlich spazieren und da hat man eigentlich den Tod im Nacken und muss da flüchten, das ist schon beklemmend. Ludwigs Urgroßvater Wilhelm Högner wurde verfolgt. Als Jurist und Reichstagsabgeordneter zählte er zu den führenden Sozialdemokraten. Als überzeugter Demokrat und Oppositioneller war er im Visier der Nazis. Seine Grundhaltung wirkt in der Familie bis heute. Was mir immer beigebracht worden ist, weil als junger Mensch ist man so ein Heißsporn, da ist man dann irgendwie politisch aktiv und alle, die was anders meinen, die sind immer böse und falsch. Dann immer gesagt, nein, wir sind alle Demokraten und da hat der andere zu Recht seine Meinung und da muss man miteinander reden und sich nicht gegenseitig bekämpfen. Den stillen Weg haben wir in der Nähe der Husselmühle bei Mittenwald aufgenommen. Dorthin waren die Flüchtlinge in aller Frühe mit dem Auto gekommen. Die Grenzen waren dicht und überwacht. Die exakte Fluchtroute ist nicht überliefert. Wir wollen sie nacherleben und halten uns an Erzählungen und einen späteren Bericht Högners. Warm. Warm ist es. Ah, war schön. Aber ich glaube, so vom Wetter her ist es jetzt schon ähnlich wie damals. Da war es ja auch recht warm. Ja, und dann gab es das große Gewitter spätnachts mit viel Hagel und das war nochmal eine Riesenherausforderung. So hat es mir zumindest der Opa erzählt und der Högner ja danach. Ja. Mein Opa war Bergführer, der war bei den Naturfreunden, weil die Naturfreunde als eher gewerkschaftsnah, sozialdemokratisch eben galten, im Gegensatz zum Deutschen Alpenverein. Und er war viel hier im Karwendel unterwegs. Der Vater von meinem Großvater, mein Urgroßvater, war ja zu der Zeit schon im KZ als Gewerkschaftssekretär. Und von daher war natürlich die ganze Familie stigmatisiert. Und dann hat er sich so halt sein Zubrot verdient. Und der kannte, das Karwendel kannte gut, kannte sehr gut. Wilhelm Högner schrieb 40 Jahre später darüber: Es war noch früh am Tage, aber die Sonne brannte schon unbarmherzig herab und es lag wie Föhn in der Luft. Wir drei stiegen auf Seitenpfaden rasch bergan und hatten vor, möglichst keine Menschen zu begegnen. An Wäsche hatten wir in den Rucksäcken nur das Nötigste bei uns. Aber obwohl wir um bekannte Schutzhütten große Haken schlugen, kam uns mitten im Wald eine ältere Bergsteigerin entgegen, die uns den Gruß im schönsten Sächsisch bot. Ach herrje. Man kann in der Sommerzeit im bayerischen Gebirge keinen Schritt tun, ohne auf Sachsen zu stoßen. Der Knackpunkt des Unternehmens ist die schier unüberwindliche Felsmauer des Karwendels, über die der damals 27-jährige Bergführer Hans Fischer unter Lebensgefahr die beiden ihm Anvertrauten bringen musste. Wie Christian Fischer und Ludwig Högner heute, war der damals 45-jährige Wilhelm Högner ein Gelegenheitswanderer, der jetzt über sich hinauswachsen musste. Die Felsmauer lag vor ihnen, über die heute noch die Grenze verläuft. Und es ging zunächst gut voran, an jenem 11. Juli 1933. Wir sahen tief unter uns eine Berghütte. Auf dem Mast neben ihr wehte eine Hakenkreuzflagge.
Man konnte deutlich SA-Leute unterscheiden, sie winkten grüßend heraus. Offenbar hielten sie uns für harmlose Bergsteiger. Wir aber machten für den Fall, dass uns ein Trupp nachsteigen sollte, unter uns aus, uns nicht gefangen zu geben, sondern auf etwaige Verfolger Felsstücke herabzulassen. Das, glaube ich, ist durchaus vielleicht, also für Högner und für meinen Großvater schon, ja, begehbar. Und dann ist man weit oben und dann hat es halt das Gewitter gegeben. Also das wäre für mich eine Variante, weil von hier habe ich es noch nie gesehen. Ich habe es immer von unten gesehen. Aber Wahnsinn, was wissen darauf? Aber es könnte ja so eine Umgehung sein und dann hoch. Es gibt so ein paar Beschreibungen auch von alten Routen, die nicht die Direttissima machen, sondern einfach auch so ums Eck gehen. Überraschend kommen jetzt auch bei uns Bergsteiger vorbei. Wie heißt die Hütte? Karwendelhaus. 4 Stunden. 5:05 steht unten, ja. Nicht zu schaffen. Wir sind heute früh um 8 im Karwendelhaus losgelaufen. Wenn wir eine Stunde eine Pause gemacht haben, ist es viel, weil ich gerade die Karte bloß sehe. Ach so. Deswegen. Die Wege sind auch heute noch weit und anspruchsvoll. Nach dieser Begegnung folgen wir, wieder ganz allein für uns, dem Steig hinauf zum Wörnersattel. Die Fluchtroute querte mehrere Schuttkare und muss irgendwo im Bereich von Tiefkarspitze und Wörner auf die andere Seite geführt haben. Offizielle Wege gibt es dort nicht, nur schwierige alpine Steige, auf denen man klettern muss. Zu gefährlich für Christian und Ludwig. 1100 Höhenmeter haben wir bis hierhin schon überwunden. Also, das machst nicht, wenn's einfach nur so Sesselpfurzer bist. Und das war ja noch nicht zu Ende. Das war jetzt der Teil, wo das Wetter gehalten hat. Ja. Wir sind jetzt erst auf 2000. Also wie gesagt, das ist die Frage, wie soll es jetzt genau weiter? Wie geht's da hinter zum Beispiel? Ja, da ist auch noch ein Pfad. Und wie geht's da runter? Ja, spannend. Von hier verläuft der einzige markierte Übergang um das gesamte Felsmassiv des Wörner herum und dann hinüber ins Karwendeltal nach Tirol, der Gjaltsteig. Diese Route wollen wir weiterverfolgen. Aber am nächsten Tag, denn wir sind ja nicht auf der Flucht. Wir erreichen unser Etappenziel. Eine kleine Hütte auf der Vereinalm, tief im Karwendel. Wie geht's? Gutes! Aber froh sind wir, dass wir da sind. Ja, erste Etappe geschafft. Es wird noch spannend morgen, ja? Ja, hoffentlich. Schauen, welche Route wir eigentlich gehen müssen. Am 11. Juli 1933 brach abends ein heftiges Gewitter mit Schneesturm los. Bei einem Sturz schlug sich Wilhelm Högner das Knie auf. Die Bergsteiger irrten im Dunkeln stundenlang umher. Nach einer geruhsamen Nacht gehen wir mit frischen Kräften ans Werk. Dieser Steig führt uns wieder hinauf zur Felsmauer und zum einzigen bezeichnenden Übergang, dem Bärenalpel, wo die Staatsgrenze verläuft. Immer genauer machen sich Christian und Ludwig mit dem Gelände vertraut, in dem ihre Vorfahren den wagemutigen Weg in die Freiheit suchten. Ich würde mal sagen, ungeübt geht man das nur, wenn man muss. Ja, wenn man einen Druck hat. Ja. Auch ohne Gefahr im Rücken ist es eine ziemliche Schinderei. Oh, das war steil. Ja, jetzt haben wir Pause verdient.
Die Schlüsselstelle liegt vor uns. Ein schmales Felsband, heute stellenweise mit Drahtseilen gesichert. Einen Versuch ist's wert, aber Christian ist nicht schwindelfrei. Eher nein. Es könnte die Fluchtroute gewesen sein. Für uns ist hier Schluss. Die sind ja da unter Zeitdruck rauf, haben Angst gehabt, dass ihnen wer hinterher steigt und dass doch noch aufgehalten werden und dann, wie heißt es immer so schön, auf der Flucht erschossen. Die hätten die ja nicht gefangen genommen, die hätten die ja einfach kalt gemacht vor Ort. Auch wenn nicht alle Fragen geklärt sind, Hans Fischer, der Bergführer, hat Ludwigs Urgroßvater Wilhelm Högner damals das Leben gerettet. Noch während die Nazis ihren verheerenden Krieg führten, arbeitete Wilhelm Högner im Exil die künftige Verfassung aus. Der berühmte Artikel 141 über den Naturgenuss und den freien Zugang zu Bergen, Seen und anderen landschaftlichen Schönheiten. Es ist historisch nicht belegt, aber es könnte sein, dass der Weg in die Freiheit über die Berge auch ein Grund dafür war, dass das freie Betretungsrecht der Natur, der legendäre Schwammerl-Paragraph, in die bayerische Verfassung kam. Es ist nur eine der bis heute wirksamen Folgen dieser abenteuerlichen, geglückten Flucht.